So, da bin ich wieder. So. Leo. Fahrstunde Leo. Die letzte. Noch ein paar Runden und dann gehe ich aber wirklich ins Bett. Morgen mein letzter Urlaubstag. Urlaub ist schon schön. Fuck. Einfach rumsitzen, bis um 3 Uhr nachts morgens spielen. Oder bis um 2 und los. Und sich nicht um die Arbeit kümmern. Das macht Spaß. Gucken. So. Supporting Sniper Tank. Ich fahre jetzt mal echt auf den Kackberg rauf. Dem war ich nicht mehr seit 9.2. Doch, vorhin war ich da. Stimmt eigentlich. Hinten um den ES3 rum oder vorne, je nachdem, ob es sich in Bewegung setzt oder nicht. Was mache ich auf dem Berg? Bewegung! Setze ich in Bewegung, also vorne. Geben. Klar, dass der auf mich schießt. Ich krieg die Krise. Ich krieg echt die Krise. Nee, kapier ich nicht. Noch einer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hey, komm, 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 Leute. Irgendwas läuft hier total, total schief. Gibt's doch nicht. Es gibt's doch echt nicht. Bin ich denn immer in der Arsch? Arschbereich hier. Das Nachladen. Das heißt, okay. So. Mal ruhig.
ist der Kette. Ja, toll, was hat mir das gebracht? Nichts. Für den Arsch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Sie kam nicht durch. Eigentlich war das die Kette, aber... Wir haben sie böse erwischt! Werfer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Komm jetzt. Ausgeschaltet. Jetzt haben wir nur noch drei. Egal. Backpante da hinten. Ist drei. Ich tendiere dazu, die von hinten anzugreifen, weil von vorne macht es echt keinen Sinn. Es ist eigentlich so, wie ich mir vorstelle, einen mittleren Panzer zu fahren. Das ist, agil. So, ungefähr. Würde ich gerne meinen Leopard immer fahren. Das ist genau der Punkt. Das ist, so stelle ich mir das vor. Ja. Schau, war kein Selbstmord, aber ich krieg's halt nicht hin, den so zu fahren. Ich krieg's einfach nicht hin. War eine gute Runde. Ja gut, hat mich nicht wirklich weiter aufgebracht, weil ich so abgelost habe heute mit dem Teil, aber war gut dabei mit dem Ding. Kann man nicht reden. Kennst du QQ Baby? Oder Problem Child oder Embryonic Johnny? Jetzt habe ich ein Problem. Normalerweise abfangen. Hier draußen. Bing, 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 bing.
Ich werde mal hinten umfahren. Und ich bin raus aus der Nummer. Die verschanzen sich in der Stadt. Der Panther 2 fährt raus, okay. Dann sind wir zu zweit draußen. Weiter als hier fahre ich nicht. Erwischt. Jan. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kam denn der Jagdpanzer da unten rein? Nee. Ist denn der da reingekommen? Jetzt dann. Der Rest ist in der Stadt. Rumoration. Die Stadt. Das Objekt muss weg. Er ging voll durch ihre Panzerung. Scheiße, die 44.
hier noch. Hundertprozentig ist der hier noch. Ich verstehe es nicht. Ja, wieder verloren. Es gibt Spiele, da lag es an mir. Ja. Aber nee. Nee. Aber es macht trotzdem Spaß, dieses Teil zu fahren. Ich halte schon länger durch, also es wird schon besser. Okay, weil ich bin oben. Ich bin bereits oben. Chancen stehen marginal schlechter für uns. Ich werde jetzt hier oben rauffahren, links rum um die Burg. So, mir neben der Burg einen Platz suchen, um runterzuschießen. Dann schauen wir einfach weiter. Tendenziell hau ich wieder ab da oben. Wenn da oben der Berg verloren ist. Legen wir los! So, hier links rum. Ohne gesehen zu werden. Hier rauf und erstmal gucken. Ja, wo bleiben Sie denn? Ich hab noch nicht mal. Ich krieg die Krise. Ich hab noch nicht mal eine Warning bekommen, dass ich gesehen wurde. Und schon bin ich halbtot. Okay. Cooler Slide. Hier rum. Warte, ich lasse mal hier kaputt schießen für euch. Warum sehe ich die nicht, wenn ich unten stehe? Ich kann zuerst auf die schießen. Ich bin gestanden. Ich bin absolut. Ich hatte. Fertig. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Was war das denn? Leopard 1, von wo hat er mich denn bitte getroffen? Egal wo ich stehe, ob ich unten stehe oder oben stehe, ich krieg immer auf die Schnauze. Richtig lustig.
gestanden und ist gefahren. Er hat mich früher gesehen als ich. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich hab Binoculars drauf, oder? Ja. Ich glaube, ich fahre das Ding jetzt mal mit Sonderration. Verstehe ich nicht. Teil, welche Karte meinst du? Habe ich jetzt verpasst? Ich war jetzt so in diesem Himmelsdorf. Ich hatte endlich Himmelsdorf. Hallo. Ja. Ach, jetzt ist natürlich ein anderes Thema. Verstehe ich nicht. Eine viel bessere Crew gehabt haben als ich. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. Oder ein Blindshot auf meine Position. Eins von beiden. Aber das zieht mich echt runter, also es zieht mich insofern runter, weil Leo mag ich einfach total gern. Es ist unglaublich. Es ist wirklich. Das verstehe ich nicht. Er fährt einfach an mir vorbei. Doch 0,5 Sekunden Spotting. Wir brauchen eine andere Position. Die Position bringt nichts mehr jetzt. Ich bin hier für den Arsch. Wo ist denn der T62, ja? Mal. Nee, das bringt nichts. Das sind zu viele. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich krieg's nicht hin, dass ich mal.
Schon wieder verloren, Himmelsdorf. So, noch eine Runde Leopard 1 und dann glaube ich, gehe ich wirklich ins Bett. Es ist 2 Uhr morgens. Hallo, die Waldfee. It's 2 o'clock in Central Europe. Oh, Siegchance 61%. Aber der Bet-Chat interessiert mich. 56. Okay. Ich sag ja nichts. Wo bin ich? Ah, da. Supporting Sniper. Gut. Schauen wir mal. Waffenträger auf ihren Hund. Er ist hier oben irgendwo. Er ist da. Definitiv. Der was? Keine, die sich aufrufen lassen. Voll durch ihre Panzerung. Klar, schneller nach als du, Baby. Die wollen mich jetzt von hinten aufrauchen. Der ging voll durch ihre Panzerung.
Fuck, hab ihn doch erwischt. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Er ging voll durch ihre Panzerung. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Munitionstreffer. Das war's für uns. Was soll ich noch machen? 1, 2, 3? Ne, 5 Panzer, 4, mindestens 4. Mindestens 4 Panzer um mich rum. 3, okay. Lassen wir das bei 3. Was soll ich noch machen? Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich erwische wirklich nur Idioten. Ich erwische. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Den Panzer. Ich weiß es echt nicht. Ich erwische da wirklich immer nur die. Oder ich bin schuld, kann auch sein. Kann auch sein. Aber ich bin da oft relativ weit oben angesiedelt. Bei diesen. Ich meine. ...61% Siegchance. Okay, ist ausgefallen. Tja, 61%, genau. Bleiben noch 39% für die anderen. So, was mache ich denn hier? Ganz links außen wäre mein Plan. What the fuck? 4502A. What the fuck? Warum bitte? Warum? Wo ist dein Problem? Okay, die haben 3 Heavys mehr als wir. Okay. Könnte man jetzt drüber nachdenken. Was soll's? Dafür haben wir mehr TDs. Gleich unten rein. Ja, kann man auch machen. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Hier ist eigentlich eher so die Medium-Geschichte. Jetzt mal einen Berg ran. Was passiert? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ist der doof oder was? Wieder meinen Panzer in See werfen. Oder sowas. Ansatzweise. Erwischt. Wirkungstreffer.
Baum. Andere Seite eindeutig. Geht nicht. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich denn nicht so schnell zielen wie die? Mann, ich habe eine Einzielzeit von, keine Ahnung wie viel, 0, irgendwas, 1,7 Sekunden. Und ich krieg das nicht hin. Oh, fuck nochmal, echt. Mann. Fahrzeug zerstört. Ja, meine Schuld. Meine Schuld. Wie kommen wir mit so einem Arschloch? Jetzt von mir auch mal ganz kurz Report wegen Unfair Plane. Unfair Plane, ganz genau. Was soll der Scheiß? Waffenträger? Das ist eine sehr gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Sollte ich eigentlich machen? Ja, und zwar oben in den Turm rein. HE macht Sinn. Wenn ich oben die Wanne treffe, macht HE keinen großen Sinn. Ich denke auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke nicht dran umzuschalten. Das ist wohl die einfachste Erklärung. HE, ich denke an HE eigentlich im Zusammenhang mit Artillerie. Wobei ich da auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen bin. WT wäre nicht das ideale Ziel für HE. Das heißt, du hast vollkommen recht. Ja. Spielen jetzt zwei oder drei gewonnen. Ist hart. Steht doch hier, oder? 10 Spielen, 2 gewonnen. Ja. Ich war heute mal bei 42% heute Morgen mit dem Leo. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder bei 38 oder sowas. Wird auch nicht besser.
soll ich nicht wegschmeißen. Okay, Leo. Supporting Sniper. Eigentlich. Eigentlich rechts rausfahren, links rausfahren, Bunker. Oh. Jetzt hocke ich ins Bett langsam. Erster Bunker, zweiter Bunker ist die Frage. Ich bin schnell, ich nehme gleich mal den zweiten Bunker. Und habe fertig. Noch nicht gesehen worden. Okay. Und rückwärts anpacken. Sag mal bitte. Bitte. Das ist lächerlich. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Meine Maus. Meine Maus spackt rum und wie. Und zwar wie die Sau. Scheiße nochmal. Okay, ganz kurz. Batterie wechseln. Wie schaut's denn hinter mir aus? Leopard ist da. Er ist voll eingezählt. Er ist voll eingezählt, ja. Scheiße nochmal. Helft mir bitte. Sie haben uns. Raus. Nichts. Keine Hilfe, kein gar nichts. Doch hinter mir ist die SDA gestorben, glaube ich. Die E75 steht komplett verkehrt. Was will der hinter dem scheiß Bunker? Was will der da? Jetzt kommt da nichts ran, ihr E75. Du hast einen super, super Panzer. Einen geilen Panzer, Mann. Du kommst da nichts ran. Stirbst du? Ja. Der Indienpanzer und die Efe. Unsere Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Ich nicht. So, Jagdpanzer E100. Okay, Indienpanzer ist vorne, ist auch gleich tot. Jagdpanzer E100. Was
soll der machen? Was ist? Sterben warten, ja. Schon ordentlich was abbekommen von der Seite. Jetzt kommt gleich von hier. Ich hatte keine Zeit, den Stadtkampf anzusehen, aber ich weiß nicht, wo wir gestorben sind. Keine Ahnung. Jetzt fuck you all, T92. Das war's. Halt jetzt. Yes. So, jetzt gehe ich ins Bett. Es ist vorbei. Ja gut, es zählt nicht, weil er... Ich habe den heute ganz... zweimal zumindest ganz gut gespielt. Da war es wieder total... Südküste war ich, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder? 2000, ne? War nicht so übel. Na gut, ich gehe jetzt in die Haie und dann sehen wir uns. Zeit Vitali. Ja, alles klar. Gute Nacht, schlaf gut, bis die Tage. Ciao.